auf jeden Fall jetzt hier eine Frau, die zu den oberen 10% gehört, was kognitive Intelligenz anbetrifft. Sie ist nicht nur Schauspielerin, Regisseurin und sie hat gerade einen wirklich tollen Film fertiggestellt. Dann kam die Nachricht, nee, aus, stopp, schade, er wird nicht gezeigt. Der Film ist wunderschön und trotzdem, und das finde ich so toll, hat sie gesagt, nee, ich komme trotzdem, auch wenn ich jetzt eigentlich gar nicht zu bewerben habe, ich will trotzdem hier ins Riverboat kommen. Herzlichen Dank dafür und herzlich willkommen, Caroline Herfurth. Wie laut war denn der Wutschrei, als es hieß, der Film wird jetzt doch verschoben? Also, es ist ja der zweite, weil der Film ist seit über einem Jahr fertig, ja, und wir sollten eigentlich letztes Jahr ins Kino kommen. Dann haben wir aufgrund der pandemischen Situation selbstverständlich verschoben, mhm, auf dieses Jahr. Und jetzt ist die Situation nicht anders oder besser, als sie letztes Jahr war. Und deswegen haben wir aus Rücksicht auf die Situation noch einmal verschoben. Ja, also jetzt nicht falsch verstehen. Ich finde das genau die richtige Entscheidung. Und zwar aus einem Hauptgrund, weil dieser Film hat so ein wichtiges Thema. Also ich finde, es sollen so viele Leute wie möglich sehen. Er ist wunderschön. Er hat eine absolute Starbesetzung. Emilia Schüle, Martina Gedeck, Nora Tschirner, Joachim Kroll beispielsweise zu nennen. Und er hat vor allem ein ganz wichtiges Thema. Selbstoptimierungswahn beispielsweise, die Zufriedenheit mit dem Körper, was so viele, viele Leute betrifft und das Ihnen ja offensichtlich ganz doll am Herzen liegt. Ja, das ist richtig. Es liegt mir sehr am Herzen. Es ist ein sehr persönliches Thema und auch ein sehr großes Thema, glaube ich, was uns alle immer mal wieder und immer neu umtreibt. Natürlich freue ich mich, wenn so viele wie möglich Menschen diesen Film sehen. Ich glaube, ich mache mir da gar keine Sorgen, weil es gibt alle möglichen Möglichkeiten, diesen Film zu sehen und den wird es auch geben. Mhm. Ich liebe das Kino. Im Kino ist nochmal ein anderes Erlebnis. Ich wünsche mir sehr, dass dieser Film auf der großen Leinwand zu sehen sein wird, weil dafür haben wir ihn gemacht und deswegen halten wir einfach daran fest. Wunderschön heißt der Film und das war ja bestimmt auch... Überwindung gekostet, oder? Man hat ja so gesehen, diese Szenen, die ja gedreht wurden, Sie haben für den Film extra 10 Kilo zugenommen. Und wie war das zu sagen? Ich habe jetzt keine Scheu, ich zeige mich quasi so, wie ich bin. Hat man ja im Trailer schon gesehen. Ja, also das, was ich daran so schade finde, ist, dass das so wahrgenommen wird, dass es Überwindung kostet, sich so zu zeigen. Okay. Weil selbst ich mit jetzt noch 10 Kilo drauf, habe ja keine ungewöhnliche Figur. Ja. Oder nicht schöne Figur und das finde ich ist genau das Thema des Films, was empfinden wir als schön, was empfinden wir selbst als schön, was wird als schön definiert, wie wichtig ist das überhaupt und mich hat es erstmal gar keine Überwindung gekostet, ich fand es sehr lecker, ich habe natürlich viel gegessen, ich fand es irgendwann auch, also es gibt so, ich glaube, ein eigenes Wohlgefühl, das war dann jetzt nicht immer gegeben, weil ich dann manchmal schon geschnauft habe, wenn ich die Treppe hochgegangen bin, habe ich gemerkt, so, das ist mir dann irgendwann auch zu viel. Aber erstmal war das für mich ganz klar, dass ich das machen möchte, weil es mir darum geht, ein realistisches Bild zu zeigen, kein gebautes, wobei wir auch Teile von dem, wie man mich dort sieht, gebaut haben, weil ich bestimmte Spuren am Körper nicht habe, die eine junge Mutter in diesem Film, die Sonja, hatte. War sozusagen eine Kombination. Ich habe einfach gesagt, ich möchte das nicht künstlich herstellen, ich möchte, dass das ganz echt ist, ich möchte, dass echte Spuren sind und dass das ein echter Körper ist, den man da sieht und Ja, vielleicht war Überwindung wirklich das falsche Wort. Ich meinte, es ist trotzdem, man ist ja irgendwo, auch wenn man sagt, steh zu deinem Körper, liebe dich selbst, ist das natürlich einfacher gesagt als getan, weil wir in einer Gesellschaft leben, und davon handelt der Film, wo man lädt ein Foto irgendwo im Internet hoch, man kriegt sofort Kommentare und das ist, wie schafft man es eigentlich gegen diesen Druck anzukommen, der von außen immer auf einen reinprasselt? Also das ist eine sehr große Frage, finde ich, die mich schon sehr, sehr lange beschäftigt und begleitet. Und ich glaube, es gibt gar keine einfache Antwort. Ich glaube, die ist sehr individuell und genauso individuell wie Schönheit ist tatsächlich. Für mich ist es so, dass ich merke, dass es um eine Umfokussierung geht. Also was ist es, was mich tatsächlich schön macht? Was ist das, was Schönheit bedeutet? Geht es darum, dass ich einem Ideal entspreche oder eine Form habe, die als schön gilt oder in einer Form bin oder was auch immer? Oder geht es darum, dass ich von
dass ich erstrahle, weil ich etwas tue, was mich innerlich anzündet. Und das ist, sind zwei Unterschiede. Das hat für mich jetzt auch gar nichts damit zu tun, zu sagen, es geht um die inneren Werte oder Schönheit von innen heraus, mhm. weil das glaube ich gar nicht. Ich glaube, es ist immer eine Kombination. Ich liebe es, mich schön zu machen oder mich in eine Schönheit zu bringen, die ich als schön empfinde. Ja. Ich liebe es, mich zu schmücken. Ich liebe es auch, mich zu schminken oder mich in gewisser Weise so anzuziehen, dass ich es als schön empfinde. Aber die Frage ist, aus welcher Motivation heraus mache ich das? Weil ich glaube, ich muss einem äußeren Bild entsprechen oder entspreche einem äußeren Ideal oder einem inneren Wohlgefühl heraus. Und für mich ist tatsächlich die Frage, ab wann erreiche ich dieses innere Wohlgefühl? Wie sehr kenne ich mein inneres Wohlgefühl überhaupt? Wie viel Begriff habe ich davon? Und wie sehr setze ich mich damit auseinander oder eben mit dem äußeren Druck? Ja, und ist der äußere Druck, ich habe da manchmal das Gefühl, das kann ich auch trügen, dass Frauen untereinander mit sich härter ins Gericht gehen als jetzt Männer beispielsweise. Das kann sein, das hat bestimmt was mit Tradition zu tun und mit Rollenbildern, was auch ein Thema ist in diesem Film. Es hat damit bestimmt was zu tun, dass das Bild einer Frau für ihre Existenz noch wichtiger war oder lange wichtiger war als für einen Mann. In seiner Existenz in einer Gesellschaft. Das ändert sich, glaube ich, momentan. Ich glaube, dass auch Ideale für Männer immer strenger und härter werden. Genau, aber ehrlich gesagt interessieren mich die Ideale viel weniger als die Suche nach den eigentlichen Potenzialen, die Menschen in sich tragen und die freizusetzen, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, und jedenfalls war es bei mir so, ich will immer lieber über mich persönlich sprechen, aber dass ich viel Kraft, Zeit und Energie verschwendet habe für etwas, was mich überhaupt nicht schöner gemacht hat oder erfüllt hat oder sondern mich einfach ehrlich gesagt wahnsinnig gestresst hat. Und ich glaube, wenn wir das schaffen würden, diese Ablenkung und dieses Investieren von Zeit in falsche oder harte oder strenge Ideale, die mit uns innerlich nichts zu tun haben und uns auch gar nicht meinen, ich glaube, da würde ein Potenzial freigesetzt werden, was tatsächlich ja ganz viel Energie freisetzt, die wir ganz dringend brauchen, weil wir ja ganz viele andere Dinge wirklich zu tun haben gerade. Ja. Ich glaube, es geht gar nicht darum zu sagen, auch das ist okay. Darum geht es nicht, um neue Ideale zu schaffen. Oder es geht wirklich darum zu sagen, es geht um ein eigenes Schön und um ein Wohlgefühl, dann kann ich kann mich trotzdem mit Schönheit beschäftigen und mich damit auseinandersetzen, aber es ist überhaupt nicht wichtig, das sein zu lassen. Und mir wäre es auch überhaupt nicht wichtig, ob mich dann jemand toll findet oder nicht, sondern es geht darum, sich selbst herauszufinden, wie kriege ich mich selbst zum Strahlen. Das finde ich wirklich nochmal eine wichtige Unterscheidung. Aber das Land. Moment. Das ist wichtiger. Okay, pass noch bei. Entschuldigung, das ein bisschen. Aber das ist halt so wahnsinnig schwierig zu sagen, wenn man dann was von sich preisgibt, beispielsweise auf Instagram, und dann kriegt man auf gut Deutsch eins in die Fresse nach dem Motto, was ist denn das für ein Foto? Weil das können Sie Ihrer Tochter eben auch 20 Mal sagen, egal wie schön das Foto ist, es kommt ein negativer Kommentar. Ne? Und auf jeden Fall, aber das ist ganz klar und das ist ganz richtig. Ich bin auch dafür, wir als Erwachsene müssen tatsächlich die Verantwortung dafür übernehmen. Die Bilder, die wir schaffen, das sind die, die prägen. Oder auch die Haltung, die wir haben, das ist das, was prägt. Und natürlich übernehme ich die Verantwortung, wenn ich Werbung mache und da ein Schönheitsideal bediene, was unrealistisch ist, und jedes Foto, jeder Film, jedes Video kann und wird bearbeitet und kann bearbeitet werden. Das ist einfach so. Ja. Natürlich ist es an uns, das zu ändern, zu sagen, ich mache keine Werbung, die zwar sagt, glaube an dich selbst in dir drin, aber in Wirklichkeit bin ich bearbeitet bis zum Getten oder bei. Ja. Das geht tatsächlich nicht. Also da muss man tatsächlich aufhören zu lügen. Ja. Und das ist der Beginn, diese Verantwortung zu übernehmen, um diesen Druck rauszuholen. Erstmal vielen herzlichen Dank bis hierhin, dass Sie heute hier sind, obwohl der Film gar nicht startet. Vielen, vielen Dank.